herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Roblox LP. Hast du überhaupt schon mal Roblox gespielt, Maxi? Nö. Gut. Willkommen zu einem neuen Video. Und in der letzten Folge habe ich es mit Maxify bis zur 50. Tür geschafft. Leider sind wir daran gescheitert. Nee, ich bin weg. Tschüss. Aber unzählige Kommentare von euch haben uns ermutigt, es noch einmal zu versuchen. Hallo! Was? Deswegen spielen wir diesmal erneut Roblox Doors für euch und versuchen, es bis ans Ende zu schaffen. Ach du... Maxi! Ob wir das schaffen werden, ob Maxify wieder durchdrehen wird, ob ich ihn wieder durchcarrie und wie viel Jumpscares wir noch erleiden müssen, das siehst du in dieser Folge. Lass das einen Daumen nach oben da und ein Abo. Oh, oh, da drin flackert's. Bist du hier? Ja, ich komme. Jetzt, glaube ich, gleich in den Schrank hat's geflackert. Ah, nee, doch nicht. Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind gerade wieder Richtung Raum 50. Ein paar Anläufe haben wir gebraucht. Und, oh, jetzt aber. Ne? Geh du in den, ich geh in den anderen. Ja, ich geh einfach auf Safety First, weil ich bin schon am Ersturm. Oh Gott. Ja, und wir versuchen jetzt Raum 50. Der soll einer der schwierigsten überhaupt sein, habe ich gehört. Okay. Und da ist nämlich die Aufgabe, Maxi. Wir müssen in jedem Schrank gucken, ob wir Bücher finden mit Codes. Und das in der Mitte beim Schreibtisch ist quasi das Sheet, das Blatt. Sobald wir das aufheben, kommt der her. Hä, ich krieg die Tür nicht auf. Ah, doch. Warte, hör mir kurz zu. Hm? Wenn du in den Schrank flüchtest, hast du dieses Quicktime-Event. Da musst du dich sehr konzentrieren. Aha. Deswegen pass auf, dass der dich nicht kriegt. Der wird mit jedem Buch, was wir finden, schwieriger. Ah! Und die Bücher stehen so ein bisschen raus. Okay, wie geht das? Oh, er hat uns gesehen. Lauf. Ich laufe. Ich lauf mal nach oben. Ja. Okay, lauf, er kommt zu mir genug. Ja, versteck dich sonst. Er kommt nicht mehr. Ich glaube, er hört einen auch eher. Hab ein Buch. Sehr gut. Ich glaube, dass er einen auch eher hört. Kommt er runter zu dir? Ja, ich glaube, der ist weg. Sind die Bücher auffällig? Es geht, nicht wirklich. Oh Scheiße, er hat mich gesehen. Okay, Konzentration. Wo ist er denn? Er kommt, glaube ich, hoch zu mir wieder. Warte. Okay. Ich hole jetzt mal dieses Papier. Mhm. Okay, und dann verpisse ich mich, weil jetzt kommt er nämlich zu mir. Er dürfte mich hier eigentlich nicht sehen, das ist gut. Okay, also wir brauchen... Hä? Hast du schon den Code gefunden? Siehst du links unten das? Ja. So sammelst du gerade Bücher ein. Ja, ich habe 5 Stück. What? Ja, ich habe alle. Warte mal, also die Nummer 1 ist ein Quadrat. Das heißt, Quadratcode ist Nummer 2. Gnu, lenk ihn ab, bitte. Er ist oben bei mir beim Schrank. Lenk ihn ab, Gnu. Ich muss hier gleich rausgehen. Er kommt zu mir, kommt zu mir. Also Nummer 1 ist schon mal 2. Das Quadrat ist 0. Der Stern fehlt uns noch. Also oben findest du nichts mehr, oder? Gerade nicht, nee. Und sind die Bücher auffällig oder klickst du da einfach nur... Ah, ich hab was, ich hab eins, ich hab eins, ich hab eins. Ich hab den Stern. Oh, oh Gott, Hilfe. Oh, 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 ich muss in den Schrank, sonst bin ich tot. Scheiße. Okay. Hast du weißt jetzt, wie auffällig die sind? Die sind nicht so krass. Ich weiß es gar nicht, der ist weit weg von mir. Guck mal, die Eier. Er ist oben gerade. Okay. Kann der schneller laufen als man selber? Ich glaube schon. Ja. Deswegen versteck dich immer. Hat er dich nicht mehr? Gut. Nein. Oh, ich bin tot. Nein, Maxi. Ich war im Schrank auf einem Quicktime-Event, aber ich bin währenddessen aus dem Schrank rausgegangen und dann bin ich auf ihn zugegangen und dann war so... 2073 ist der Code. Wir brauchen jetzt nur noch diese Raute. Wo ist er? Siehst du ihn? Ja, nee, ich sehe gar nichts. Ist er weg? Wo ist er? Siehst du ihn irgendwo? Er geht jetzt zum Anfang hin. Scheiße. Er kann schneller laufen als du. Ja. Quicktime-Event jetzt, oder? Oh, kacke, ja. Oh. Oh, er hat mich. Ah, oh mein Gott. War wie bei mir, glaube ich, oder? Ja. Ich kann mich ja nochmal wiederbeleben. Also, ich habe alle Bücher fast oben gefunden. Ich gucke auch gerade nach den Büchern. Du liegst da einfach zerteilt rum. Wo ist er? Ich kann es nicht sehen. Aber ich glaube, er kommt zu dir.
Oh ja, ich hab's. Ist er hinter mir? Ja, er läuft hinter dir her. Fuck. Er ist schneller als du, Scheiße, jetzt sterbe ich. Nein, ich habe doch den Kackcode. Ah! Excuse me? Das ist extrem ungerecht. My life be like. Was war das? Ah. So, jetzt Vorsicht, immer den Händen ausweichen. Oh shit. Gut, ich revive jetzt gleich mal. Okay. Rechts rum erstmal. Ja, erst bei uns. Ich geh hoch, okay? Okay. Dann laufe ich auf die andere Seite. Okay. Ein Buch. Weißt du, wo er ist? Da, wo das Zettel-Ding ist, ungefähr. Was, wo? Wo der Zettel ist. Okay, weil da muss ich hin. Ja, immer noch auf der Seite. Hat einfach Bock, da zu bleiben. Okay, mehr Bücher finde ich hier gerade oben nicht. Vielleicht hängt der ja gerade einfach. Ich gucke mal. Ja, ich glaube, der hat einen Hänger. Ich glaube wirklich, dass der hängen geblieben ist, ne? Oh, nee, doch nicht. Frei. Okay, ja, er kommt zu mir. Ah, okay, ich bin im Schrank. All good. Nein. Oh nein, das gibt's doch nicht. Wie gemein. Bist gestorben? Ja, das hängt alles an dir. Ah, super, cool. Oh Gott. Ich schau dir jetzt zu. Dann sag mir mal kurz, was ist. Dann kann ich das für dich aufschreiben. Wie sind denn die Codes? Was ist denn bei 1? 1 ist, 1 ist ein Kreis. Okay, das ist schon mal die 6. Ja. 2 ist ein Stern. Die haben wir noch nicht. 3 ist ein Quadrat. 4 ist ein Pentagon. Nee, warte mal. Maxi, I believe in you. Schau mal, wo er ist so lang. So komisch, wie der sich bewegt. Der hängt dieses Mal voll. Vorsicht, der kommt zu dir, glaube ich. Ist voll komisch. Ah, da geradeaus ist doch schon eins, oder? Ja, ja. Stern, ist gut. Stern war ja Nummer 2, das ist 8. Versteht noch irgendwer, was die da erzählt? 6, 8, 4 haben wir bis jetzt. Vorsicht, geh nochmal schnell in die Ecke, die Sicherheitsecke. Ich glaube nicht, dass er kommt. Ich glaube, erstmal noch das da. Ja, gehen. Warte. 2 fehlen noch. Ah. Also wir haben insgesamt jetzt, also wir haben jetzt einmal laut ein Kreis, ein Stern und das Quadrat. Ich teste mal so, okay? 6, 8, 4, 3, 1 zum Beispiel. Einfach mal probieren. Ich muss alles neu eingeben immer, ne? Ich geh jetzt alles durch. 5. Ja! 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 Lauf! Oh mein Gott. Ich bin durch. Oh, ey, du musst jetzt bis 100 surviven. Ja. So, du weißt jetzt ja alles, wie du es machen musst. Die großen Augen darfst du nicht anschauen, wenn es macht auf deinen Körper klotzen. Du bist noch nicht einmal gestorben, cool, Maxi. Lehn dich zurück, ich mach das. Du carryst das. Welche Tür bist du jetzt? Weiß ich nicht. Also, ich leite dich. Wenn's dunkel wird. Geradeaus. Warte mal, die Tür ist zu. Ah doch, warte mal. Dreh dich mal um. Da ist doch was. Ist das ein Bild oder? Ah, ja, man muss. Ja, genau, ein Schacht. Ja, ich würde ihn nicht sehen. Sehr gut. Okay, da ist Licht, da ist Tür. Ah. Aber du brauchst unbedingt ein Ding. Ja. Oh, scheiße. Wir brauchen doch nur ein Feuerzeug, bitte. Oh, ich glaube, hier passiert irgendwas cool. Dummes. Du bist draußen! Ich gehe auf einmal weg. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier irgendwie noch... Sag gleich, was Dummes passiert. Hä? Oh Gott, Level 80. Was ist das? Kannst du die Schränke aufmachen, oder... Nur, ich werde angegriffen. Ah ja, so. wenn der vor dich rennt, dann umdrehen, ne? Du musst ihn immer wegrennen. Wenn der vor dir kommt, dann sofort in die andere Richtung rennen. Also sobald der vor dir erscheint, zurückrennen. Ich bin tot. Revive dich und dann da vorne ist die Tür. Ich hoffe, du schaffst es noch. 82. Nur ist hier gar nichts mehr. Ja, okay, geradeaus. Ich folge den Augen irgendwie. Geradeaus. Oh Gott. What the hell? Was? Lauf. Ich dich noch? Ja, dreh um. Geradeaus, ja. Geradeaus. Das hat mich angepscht. Ja, sehr gut gemacht. Sehr gut reagiert. Geradeaus. All good. Ich habe gar nicht gut reagiert. Ich habe einen Jumpscare bekommen. Oh, shit. Okay, vielleicht haben wir hier noch die Chance auf nichts. Sehr gut.
Oh nein, du musst wieder rennen. Nichts leichter als das. Okay. Da, wo es blau ist. Okay, den Run habe ich da nie gemacht. Wo es blau ist. Wo es blau. Das Blau. Ja, aber kein Blau. Nirgendwo das Blau. Das Blau. Sehr gut. Easy, easy. Blau. Easy. Der ist noch ganz weit weg. Blau. All good. Nicht an die Hände, ne? Ich gebe mein Bestes. Genau, super. Ich bin fast tot. Sehr gut, ey. Holy moly. Oh, warte mal, ich darf wieder spielen. Ah, ne, warte mal. Doch nicht, dachte schon. Taschenlampe, die fast tot ist. Cool. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich wieder spielen darf, aber da steht nur Play Again und dann ohne dich. Da, Level 99. Okay, die letzte Tür, Maxi. Die letzte Tür. Maxi. Ja, ich geh einfach durch. Ich geh einfach durch. Ja. Ich hab's geschafft. Maxi, du hast es geschafft. Lass mich raus. Wait. Oh nein. Ah, da muss hier irgendwo sein, oder? Muss der. Ah, da ist ein Schalter. Oh Gott, ja. Oh. Oh. Oh nein, nicht dein Ernst. Echt jetzt? Rennen. In welche Richtung? Ich weiß es nicht. Geh in den Schrank schnell. Er kommt. Warte, all good. Jetzt könntest du kurz raus, weil der durchsucht gerade. Aber bleib kurz erst direkt neben dir. Sorry. Oh. Ich hab dich umgebracht. Kannst kurz rausgehen? Ich geh raus, er guckt mich an. Ich hab dich umgebracht, oder? Ja. Aber Maxi, ich würde sagen, wir haben es bis Level 100 geschafft. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, dann brauchen wir auf jeden Fall zwei von euch, die das schon oft geschafft haben, die uns da jetzt nächstes Mal durchcarryen. Jetzt reicht's mir. Schreibt mir gern in die Kommentare eure Roblox-Namen und wie oft ihr dieses Spiel schon geschafft habt, warum wir euch nehmen sollten. Und guckt bitte, dass man euch irgendwie auch erreichen kann. Das bedeutet vielleicht noch den Instagram-Namen dazu und öffnet eure DMs, dann schaue ich da durch und dann werden wir nächstes Mal Maxi uns durchcarryen lassen. Das gibt's doch nicht. Yay. Anstrengend. Danke, Maxi, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Und ich muss mich jetzt erstmal entspannen, das hast du ganz toll gemacht. Deswegen lasst lieber bei Maxi da unten in der Beschreibung ganz viel Daumen nach oben. Bye-bye.